Hallo und willkommen zu einem neuen Replay. Ich habe wieder 2v2 zugeschickt bekommen. Wir haben gut gemischt, glaube ich, hier gerade. Also Wehrmacht und Deutsche Afrika-Korps auf der einen Seite. Auf der anderen Seite laufen die Briten spazieren und die Briten spazieren. Ja, schauen wir mal, 2 gegen 2, ob die Jungs jetzt Teamtaktiken vor allen haben. Im Moment ist es wirklich so, dass das viele 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 4 gegen 4 eher einen 1 gegen 1 ausatmen. Also im Unterschied zu COR1, wo es klare Dynamiken gab, ne? Wehrmacht musste irgendwie zusammenstehen in aller Regel und die Alliierten mussten sich aufteilen, aber zum richtigen Zeitpunkt zusammenzukommen, um Erfolg bei der Schlacht zu haben. Das gibt es hier so noch nicht, habe ich den Eindruck, diese Dynamiken. Also hatten der strategische Anspruch ist ein bisschen geringer. Zumindest sieht das im Moment noch so aus, kann natürlich noch sein, dass sie das entwickeln wird. Eine Frage des, was halt stark ist und was noch alles kommt. Bersaglieris, also der kann dann gleich die guten Panzerchen noch bauen, die italienischen. Die gehen beide nach rechts irgendwie kappen, also da scheint es eine Cup-Order zu geben. Die Map ist relativ groß für 2 gegen 2, finde ich persönlich. Da ist eine Menge Platz zum Rumspielen. So, jetzt mal ganz ruhig noch alles am Kappen. Die Pios sind, glaube ich, bei dieser Map nicht ganz so episch. Die sind zwar sehr gut in Summe, aber hier ist relativ offen, viel offene Fläche. Und je mehr Deckung die haben, also je besser die auf Close Range ranlaufen können, desto stärker sind die. Viel offene Flächen steht man halt einfach an so einer, ne, grüner Deckung und dann kann man halt nicht ranlaufen. Dann wird man halt massakriert mit einer Short Range Waffe. Das ist nicht unmöglich hier, das sage ich auf gar keinen Fall, aber die Bersaglieris mit ihrem Speed hier haben sich ja ein bisschen, ne, einfacher, da eine Position zu finden. Hier haben wir den ersten großen Fehler wahrscheinlich vom Briten. Der hat einfach mal einen MG in den Fog of War geschickt, an eine Position, wo man tatsächlich den Gegner auch erwarten sollte. Und jetzt sieht man die Bersaglieris in ihrer Stärke einfach durchlaufen. Das ist die Laufgeschwindigkeit. Ich vermute mal, ein normaler Infanterist hätte es vielleicht auch geschafft. Kann sein, dass noch die Salve abgegeben hätte in der letzten halben Sekunde oder so. Das ist immer schwer zu sagen. In jedem Fall, das MG ist nicht gut zum Scouten und es ist nicht gut zum Tanken. Da kann man beides nicht empfehlen. Da sollte man, glaube ich, immer einen Screening-Schirm haben. Ja, jetzt haben wir halt hier diesen Longrange-Kampf. Hier sieht man halt, ne, dass sie ihre Vorteile der Waffe nicht ausnutzen können, weil die auf der falschen Reichweite kämpfen. Auf der anderen Seite sind die schon gut angeschlagen. Trotzdem ist das hier eine Katastrophe für die. Die werden so gut wie null Schaden jetzt hier vorne an den Jungs machen. Grüne Deckung denkt, dass sie ist cool, ist aber nicht in dem Falle, weil die Waffe einfach nicht trifft auf Longrange. Also für Stärkung gewartet, wieder zu nah rangegangen. Diesmal war allerdings Sicht da. Diesmal ist keine Entschuldigung, wie für sie geflankt wird. Vielleicht hilft es sogar mit den vier Mann. Die sind jetzt ein bisschen unter Feuer. Die müssen es auf jeden Fall an die gelbe Deckung schaffen, wenn sie eine Chance haben. Ist jetzt eine bisschen verzweifelte Situation. Er kämpft aber auch hier 1 gegen 2, oder? Also ich sehe jetzt leider nicht Namen oder irgendwas, ob das jetzt beide Briten sind. Aber ich vermute, dass der obere Brite alleine kämpft gegen die beiden hier unten. Ja, und jetzt wird es hier ein bisschen wehtun. Also man sieht hier tatsächlich doch diese Ziel-System-Spiele, ne? Die doppeln jetzt in einem Briten. Und tatsächlich hätte der Brite die Hardcounter mit zwei MGs dagegen gehabt. Ne? Er hat nur tatsächlich Probleme gehabt, die aufzustellen. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen knapper, als wahrscheinlich lieb ist. Ja, und tot. Aber auch ein Pio-Fug dafür kassiert und der Helm wieder drauf. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, weil das ist ja eine extra Animation, dass sie das nicht einfach ausmachen können. Naja, so ein MG wird jetzt auch noch geklaut, das ist natürlich auch nicht so angenehm. Ist natürlich ein riesen Manpower-Verlust für den Briten, wenn man eine ganze Einheit verliert. Aber der Gegner kriegt sogar noch eine, die er preiswerter verstärken kann. Und da ist das hier schon gigantisch teuer gewesen für den Briten. So, aber diese Doppelung hier oben hat dazu geführt, dass er da unten die Map erobern konnte, ne, der Mitspieler. Also von daher haben die ein bisschen was rausbekommen. Ich würde jetzt argumentieren, dass die paar Ressourcen da unten, zumal es auch zum meisten Mun war, ne, das wird jetzt gerade erst Treibstoff, dass es das nicht wert war, den G zu verlieren im Early Game. Aber lass uns mal überraschen. Bei der Map vor allem ist auch wieder geflankt. Also ich weiß noch nicht genau, ob er den nicht begriffen hat, dass es 1 gegen 2 da oben ist. Obwohl das jetzt vielleicht schon Hilfe ist von seinem Mitspieler. Schwer zu sagen gerade. Das Problem, was die jetzt hier unten haben, fangen wir mal so rum vielleicht an. Das ist jetzt, dass die einfach hier vorne sehr, sehr viel Truppen haben in der Fläche, wo der Gegner direkt an der Base ist. Früher oder später werden sie hier besiegt werden und müssen dann sehr weit zurück. Und hier unten, und haben natürlich auch höhere Verluste, weil die, ne, immer nur auf neue Einheiten stoßen. Das erste Fahrzeug zum Beispiel, dass man dann die Counter hier vorne vor Ort hat, das dauert super lange.
Eine andere Geschichte ist jetzt für die andere Seite allerdings, hier für die Alliierten. Man weiß jetzt, dass es das eine offene Map ist. Man weiß, dass da gleich also die Fahrzeugdoktrin hat, der DAC-Spieler. Und damit weiß man eigentlich auch, dass gleich die leichten Fahrzeuge kommen. Und auf diesem Gelände sind die ultra stark, die Fahrzeuge, weil die eben hier sehr gut manövrieren können. Es gibt da sehr wenig Sichtschutz. Vielleicht will er das mit den Panzerbüchsen machen. Die wurden ja gepatcht. Aber das wird auf jeden Fall eine fiese Geschichte für den Briten im Norden gleich, wenn die leichten Fahrzeuge kommen. Ist vielleicht nicht das da, aber die anderen. Ja, und jetzt zieht er sich komplett zurück. Hat gesehen, dass es nichts gibt. Ja, Panzerbüchse. Ist also die Hoffnung wahrscheinlich mit Panzerbüchsen, die gleich abzuhalten, die leichten Fahrzeuge. Zack, und wieder ein Puck. Okay, die haben sich jetzt einen Heal-Truck gegönnt. Ich würde aber sagen Italiener, wenn ich das hier sehe. Ja, aber ich meine das deutsche Afrika-Korps dann. Der Heal-Truck ist ein bisschen komisch, aber er hat jetzt sich für die Infanterie-Seite der Strategie entschieden und sagt, passt es hier. Und zwar, wenn ihr mehr als einen Bersaglieri seht und den Heal-Truck auch noch gleichzeitig seht, eins von allein würde eigentlich reichen, euch zu zeigen, dass die leichten Fahrzeuge verzögert werden, bis gar nicht kommen. Dann ist er also statt die rechte Seite mit den Fahrzeugen gegangen, mit dem Achtrad-Strategie, was man holt, ist auf die linke mit der Infanterie-Spam gegangen. Was ich für einen gigantischen Fehler halte, weil naja, also der Gegner hat ja potenzielle viele Flammenwerfer, ihr habt eine offene Fläche, mit der ihr euch bewegen könnt, ne, was auch gut für leichte Fahrzeuge ist, und der Gegner hat mehrere MGs gezeigt, auch wenn ihr eins geklaut habt, aber er hat das ja vorgekauft, den zweiten. Also er hat eigentlich dem Gegner jetzt quasi ins Makro gespielt, könnte man sagen, dem Briten damit. Wenn dem geht, kann man trotzdem flanken. Ne? Es sind schon schöne Minen gelegt vom Briten, um das zu verhindern. Hervorragend. Ja, aber er hat halt jetzt das Problem, da fehlt halt das zweite MG. Von daher wird er wahrscheinlich sehr häufig überlaufen werden. Mortar. Keine Ahnung, was ihn dazu bewegt hat, einen Mortar zu holen. Das macht völlig gar keinen Sinn. Ne? Das ist totaler Käse. Also, der weiß ja, dass der Gegner Bersaglieris hat. Das hat er ja auch schon gesehen. Ne? Dann weiß er, dass leichte Fahrzeuge normalerweise kommen, wenn wir die sehr stark sind. Und er hat sich gesagt, das tanke ich alles mit einem Mortar. Ja? Und er hat ja auch ein MG verloren, dass er den Mortar, ne? Er hatte nur noch ein statt zwei MGs, dass er den Mortar nicht mehr beschützen kann. Also der Mortar war eine ganz katastrophale Fehlentscheidung. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Oder sagen wir so, das sollte nicht funktionieren. Ich habe schon die tollsten Dinge gesehen, aber das geht natürlich nicht. Also ihr könnt keine Support-Waffen holen, ne? Also Sniper, Mortar und sowas. Wenn ihr die nicht beschützen könnt, weil dann haben die halt keine Anwendung. Dann geben die einen Schuss ab oder so und dann gehen die relativ früh wieder runter. Der wartet allerdings hier drauf, dass er gerade geguckt wird von dem Mortar. Auch eine Lösung. Fände Paco. Mir immer noch ein absolutes Rätsel, was da die Strategie ist. Also Lema, der Pack hier oben dient ja relativ weit im gegnerischen Gebiet, ne? Also wenn er eine Linie ziehen würde, wäre wahrscheinlich der Weg zur Base hier für den Briten ungefähr die Hälfte von dem, was das hier oben ist oder so, ja? So, das heißt, wenn ihr hier oben jetzt mit der Pack arbeitet, dann ist sie auch relativ einfach, dass die überlaufen wird. Die Truppe hat sie eben auch schon mal aus genau diesem Grund komplett zurückgezogen, die Bersaglieri. Und die Pack, wenn die überlaufen wird, ist die erobert, genau? Also genau wie das MG eben von ihm geklaut wurde. Also da oben eine Pack hinzustellen, ich weiß nicht, ob das sein musste. Ich halte für sehr riskant. Die Gurkas. Also mehr Infanterie gesetzt. Ja, also wie gesagt, es kann funktionieren und Infanterie-Blobs sind in unteren Elos ja sehr beliebt, aber je offener die Fläche ist, desto besser sind Fahrzeuge, ohne jede Frage. Übrigens könnt ihr hinter dem Fahrzeug Deckung suchen. Also die haben grüne Deckung hinterm Fahrzeug. Ja, die kriegen einen Combined Arms Bonus, den haben sie auch. Der geht ungefähr den ganzen Screen weit. Ich habe das mal gemessen. Also Screen hat immer so einen Bildschirm weit, ja. Jetzt geht er da alleine rein, okay. Was machst du denn jetzt, wenn das MG davon eben wäre? Oder der Mortar schießen würde, der? Also, das ist ja an der Base. Ja, der da zum Beispiel, der Mortar ist sogar da. Also, ich weiß nicht, ob er da vorangegangen ist, keine Ahnung. Er hätte auch einfach mit dem Trupp das MG nehmen können und ausrichten können, ja, und dann reingehen. Keine Ahnung. Komisches Gameplay hier von beiden Seiten allerdings auch. Granate nicht gedodged zum Beispiel. Hat sich aber jetzt hier für ein leichtes Maschinengewehr entschieden, statt für die Panzerbüchse. Wahrscheinlich, weil er an dem Fahrzeug geraten hat, dass er eine Pack gekommen ist, weil er gesehen hat, dass Bersaglieris gespammt werden. Das sieht man ja auch in den MG zum Beispiel. Ne? Also von daher hat er sich für Anti-Infanterie mehr entschieden als für Anti-Tank. Ja, der Mortar, die beste Einheit im Spiel. Ey, das ist so ein komisches Spiel. Also natürlich nicht richtig, ne? Ist ja klar. Hat sich jetzt hier mit dem Truck hier das Ding wie geholt.
Also, das mit dem Mortar, also das ist jetzt so, der stellt sich da oben hin, um auf den die grüne Deckung zu feuern. Aber genau da schießt der Mortar seit Spielbeginn ungefähr reingefühlt. Ja? Also er tut einfach nur sagen, okay, ich lasse mich Mortar und dafür schieße ich eine grüne Deckung ab. Das ist, er hat mehr Firepower, das ist schon richtig, aber es ist halt ein Mortar, ja? Ja, gleich wird zwei der Mortar mit Sicherheit. Bleibt noch bei 6 Kills, weil er immer geheilt wird und reinforced wird hier. Aber trotzdem, also vor allem geheilt. Ist trotzdem eine komische Strategie. Na, so kann man das auch machen, das ist dann russische Welle oder so, ne? Und der Nächste, der hat jetzt hier so eine Art Kommandowaffen, er will also rangehen. Er sollte rangehen, ich weiß nicht, warum man die Granate besser findet. A kostet die Munden, B muss man die mit Munden bezahlen und kann die gedodged werden, also ausgewichen werden. Also wäre er rangegangen, hätte dem Trupp sicher mehr Schaden zugefügt. Und 1 gegen 3 funktioniert aber eigentlich nie, ne? Das war ein ganz komischer Angriff, der Mord ist immer noch am Ballern. Okay, also für die Zukunft, wenn ihr so eine Situation habt, dann schickt ihr einen eurer Truppen hin, lasst den Mortar erstmal ausschalten oder richtet euer MG, was ihr geklaut habt, das die ganze Zeit AFK war, richtet ihr einfach darauf aus, damit es da keine Probleme gibt. Ne? Es gibt keinen Grund, dass das AFK war und die den Mortar ignoriert haben die ganze Zeit. Er hat es jetzt nur gewonnen, weil er halt extrem mehr Einheiten vor Ort hatte. Flammenwerfer eingepackt. Na gut, gucken wir mal die Mitte an. Immer noch keine Fahrzeuge, also die keine echten, auf beiden Seiten. Ich glaube, dass das auch eine Sache vor allem bei unteren Elos ist. Da kommt jetzt der Humber, aber extrem spät. Also ich habe schon mal einen Schirm bei Minute 13 gehabt. Ja? Dann ist ein Humber bei Minute 11.30, ein bisschen spät. Vielleicht war er auch schon länger auf dem Feld. Nee, ich glaube, der ist ja wirklich frisch gekommen. Das Problem mit leichten Fahrzeugen, glaube ich, ist, was untere Elos oft haben, ist, dass die, die sterben halt relativ schnell, wenn man die nicht gut microt und die haben das Micro noch nicht. Da wissen wir halt nicht, wo es riskant ist, das hinzustellen. Steht hier zum Beispiel in Packreichweite, also wenn er denn die Pack benutzen würde. Und dann die Panzerfäuste, wenn er da rangeht, wird jetzt in diesem Zustand mit den Lebenspunkten gewonnen, schaut er von der Panzerfaust. Haben die aber jetzt, glaube ich, nicht, das sind ja die Salieri. Aber die wissen halt nicht, welcher Trupp eine hat und welche eine nicht hat und wie nah man dafür rangehen kann, bis er die abfeuern kann. Ne? Und dann fahren die quer zum Front. Und es gibt halt viele Gründe, warum die relativ schnell sterben aufgrund von Elos. Und ich glaube, dass das den Tat, dass deswegen gehen die hin und sagen, die wollen die nicht haben, die leichten Fahrzeuge. Oder bauen die dann später, wenn die schon Ressourcen stapeln. Der Blob ist halt einfach zu steuern. Ne? Rechtsklick hingehen und schießen lassen. Ist nicht taktisch, das ist nicht besser, aber ist einfach zu steuern auf jeden Fall. Aber je höher die Elos sind, desto eher werden leichte Fahrzeuge bevorzugt, weil mit denen kitet, macht man halt, also hier verliert er über jeden Kampf Manpower, beide Seiten, wäre ein leichtes Fahrzeug, das umsonst gewonnen hätte, den Kampf. Aber unter der Prämisse und Fug, dass man das eben nicht verliert, das leichte Fahrzeug. Und will die keine haben? Und er holt sich. Aber man sieht schon, dass er hier Wett sammelt für seine Blobs, ne? Beide Wett 2. Der Brite macht das aber auch unnötig kompliziert, der Mortar. Also er braucht einfach nur einen zweiten Mortar, ein zweites MG, der Brite, das einfach eben geklaut wurde. Man kann Waffen nachbauen, das geht wirklich in dem Spiel. Er muss ja nur, er hat ja keinen Mortar, nichts, ja. Also wenn er zwei MGs hat, dann kann er nicht mehr geflankt werden, muss man nur richtig aufstellen. Das ist eigentlich ein No-Go hier, dass er die ganze Zeit sich hier oben hinstellt, gemütlich. Aber dieser Infanterieschlagabtausch, dadurch, dass da ein Heal-Truck ist, das führt halt einfach dazu, dass er hier so arbeitet, als ob seine Base vor Ort wäre, außer es kommen neue Einheiten. Ja, der kann die halt heilen wie ein Force und eigentlich noch besser, als der Brite das kann. Kinder, jetzt läuft er gerade den Flammenwerfer. Aber der ist trotzdem gleich tot, der kriegt jetzt einen Fuck dafür, für den Flammenstoß, das hat sich nicht gelohnt. Ja, ich glaube, er hat gerade das MG gefeuert. Hätte er da weiter Rechtsklick drauf gemacht, hätte er das MG ausgeschaltet. Jetzt kriegt er den Flammenwerfer ausgeschaltet. Und jetzt wieder ein Puck. Ja, also das ist Blobsteuerung. Ne? Die Leute sind es ja nicht gewohnt, die Einheiten rauszunehmen. Die stehen nicht in Deckung, lassen nur Flächenwaffen angreifen. Der Hook keinen Winkel für den Flammenwerfer machen, wo er mehr Leute trifft. Und kriegt jetzt hier mehrere Einheiten ausgeschaltet. Jetzt kommt das nächste leichte Fahrzeug. Für meinen Geschmack viel zu spät. Und ich halte den Stuart auch nicht für die beste Anti-Infanterie-Einheit. Das sind ja nur Infanteristen hier vorne. Also ein Humber wäre besser gewesen, ein zweiter. Ich glaube, der erste ist echt gestorben. Ich habe den jetzt lange nicht mehr gesehen. Also definitiv Humber ist Anti-Infanterie und hier vorne, da steht Infanterie-Abwehr, aber der wird jetzt eine Stunde draufballern. Also wirklich den ganzen Tag. Richtig zurück zu der Frage, warum die Pack nicht an den Kämpfen teilnimmt. Dem ist kein Mann verloren an den ganzen, ne? Oder? Hast du einen getötet? Er hat sogar zwei erwischt, episch. Na gut, so ja, die Alliierten haben eigentlich sehr, sehr haushoch verloren im Moment. Ja, die Antwort hier wäre jetzt ein Teamspiel tatsächlich, also zu sagen, der zweite Brite und so, die gehen jetzt beide, weil es direkt vor der Base ist, hin und laufen das alles platt. In aller Regel stirbt man einfach alles, zumindest klauen sie die Pack und das MG zurück. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dass wenn vor der Base die Armee steht, dass sie nicht kurz sagen, wir gehen zu zweit nach oben. Das ist
Wenn, die Pink sieht ja keiner im Spiel, von daher ist das ein bisschen dumm, aber ich weiß jetzt nicht, ob es ein Discord-Spiel war, aber wenn ihr im Discord seid, dann sagt euer Mitspieler kurz, lass mal meine Seite doppeln. Es ist ja keine Doppelung, die irgendwie 10 Stunden Marsch voraussetzt, sondern es ist eine Doppelung vor der Base, ja, vor dem Eingang der Base, da ist das Base-MG. Das wäre sehr, sehr schnell gegangen. Die können auch beide sagen, die gehen einfach Mitte unten jetzt hin, das geht ebenfalls, ne? Soll er da oben noch gerne rumstehen? Der ist ja sehr stationär, der Spieler. Der kann sich da oben zwar die Punkte holen, aber naja, da hat er die da oben und die hat Mitte und unten und damit hat er dann automatisch mehr. Der Mortar, die beste Einheit. Die muss man ruhig schießen lassen, sonst macht die nicht so viel Schaden. Ja, aber ihr seht noch, was ich eben gesagt habe, ne? Packs werden einfach geklaut, wenn man die oben beim Gegner einsetzt und jetzt hat er auch eine Pack umsonst bekommen entsprechend. Das ist ja ganz angenehm, man braucht auch kein Gebäude dafür bauen. Das war allerdings mit Ansage. Ich weiß auch nicht, ob die Pack da oben gestanden hat, wenn die gesamte Infanterie von dem Spieler tatsächlich irgendwo anders war. Also da ist der Blob, der war ja in der Base gerade. Das ist der Moment, wo die Pack nicht nach vorne fährt, sondern nach hinten, aber er hatte sie vorne gehabt. Und da kam das leider auch nicht überraschend. Also es gibt immer diese zwei Ebenen bei den Kämpfen, also es gibt eigentlich mehrere Ebenen, aber zwei, die man vielleicht grob beachten sollte. Die eine ist halt das Micro in den Kämpfen selbst, jetzt bei sowas hier, ne, die Einheiten, wenn die wenig Leben haben, es wird gefuckt, dass man die halt rechtzeitig zurückzieht zum Beispiel oder Granaten dodgt, ne? Oder dass man Flammenwerfer in den richtigen Winkel bringt, dass er mehr Leute trifft und sowas, dass man sich in Deckung stellt. Also diese Mikroebene, diese wirklich starke Mikroebene. Und dann gibt es so ein bisschen, was eher auf die Makroebene noch geht, ja, aber Positioning nennt man es auch, also Positionierung auf dem Feld, wo man sagt, okay, der Gegner hat jetzt gerade einfach, aus irgendeinem Grund ist er jetzt stärker, ne? Weil hier zum Beispiel hier oben die Infanterie in die Basis gegangen ist. Und dann ziehe ich mich mit meinen Einheiten zurück, damit ich den Rest behalten kann und nicht in Unterzahl kämpfe. Und diese Ebene hat der jetzt ignoriert, der Spieler hier oben, und deswegen hat er jetzt seine Pack an den Briten abgegeben. Bei sowas hier immer weggehen und gucken. Ihr könnt auch einen Soft-Retreat machen, aber das habe ich hier jetzt eins genannt. Das heißt, ihr geht nicht nach unten Retreat machen, damit ihr durch den Flammenstoß geht, sondern ihr geht nach oben und drückt dann da oben Retreat, weil der Flammenstoß euch nicht hinterherlaufen kann und einen Flammenstoß machen kann aus der Bewegung. Ne? Also von daher war das jetzt ein Mikroproblem. Hochgehen, Retreat klicken oder einfach nur hochgehen, rumgehen. An den Heal-Schwack ran, den er, glaube ich, noch hatte. Ne? Auch schon gestorben. Okay. Hat einen neuen gebaut. Da gab es sowieso keinen Grund für den Rückzug dann. Also einfach nach oben gehen und weg. Flammenwerfer können euch im Rückzug eigentlich nicht fucken, wenn ihr, also wenn ihr einen Soft-Retreat macht. Leichtes Infanteriegeschütz. Ist keine schwierige Mechanik. Ist ein Rechtsklick. Anti-Infanteriegeschütz hat er sich geholt. Bedenkt, dass er eben die Pack verloren hat. Seine Anti-Tank ist der Marder hier nur noch. Und da kommt eine Matilda dann. Trotzdem haben die Deutschen gerade sehr gute Ressourcen. Es gibt ja die Theorie, dass das deutsche Afrika-Korps sehr schwach im Late-Game ist. Ich bin davon noch nicht überzeugt, weil Tiger finde ich jetzt nicht unbedingt besonders schwach. Auch der Panzer 3 hat sehr gut performt, wenn ich das letzte 3 gegen 3 von Pepsi, was ich hochgeladen habe. Also die Panzer 3, da kann man sehr gute Hit-and-Runs machen, das sind solide Panzer. Das Luca zu Fuß ist auch sehr episch. Also. Deutsche Afrika-Korps würde ich nicht als schwach interpretieren fürs Late Game. Ja, jetzt hat er hier die ganzen Marder stehen, von den Matilda kämpfen. Der hat wirklich jede Waffe ausgegeben, ne? Das LMG gehört dem Bersaglieris allerdings. Aber ich meine, die Enfield hier vorne, dann hat er eben eine Boys da hinten gehabt und einen Luftsack. Ihr erinnert euch immer den Dodge, der? Man sieht das von der Seite kommen und dann macht man einfach einen Klick in die andere Richtung. Oder man bleibt einfach mitten im Feuer stehen und lässt sich gleichzeitig vom Panzer beschießen. Okay, das ist in die Mikroebene. Also die kam vom anderen Bildschirmrand, da unten die Flieger. Das war wirklich die längste Zeit, die man haben kann, den auszuweichen. Auch wenn es mit Tilda geht. Ich habe das mit dem Tiger im Video gezeigt, wie das sogar mit dem Tiger geht. Und der ist keine Rennmaschine. Und wieder ein Fuck. Können wir nochmal über den Software-Tweet sprechen, wie der funktioniert? Also man muss es halt einfach sagen, ne? Das ist keine schwierige Mechanik. Wenn der Flammenwerfer die Einheit ist, die euch killt, ist der Software-Tweet immer die richtige Antwort, weil der aufhört, Schaden zu machen, wenn ihr Rechtsklick macht. Also zumindest, wenn ihr von Anfang an eine richtige Distanz gestanden habt, ne? Also, wenn ihr Rückzug trägt, dann tut er manchmal halt rechtwinklig laufen und dann kann er noch einen Flammenstoß abgeben. Das ist das Infanteriegeschütz, was er geholt hat. Artig macht dem Spiel viel zu wenig Schaden, also das kann man eigentlich, ich will nicht sagen ignorieren, aber als CO1 musstet ihr in Panik geraten, wenn ihr die Artig gehört habt, noch bevor die Bullet eingeschlagen ist. Hier ist das so, Artig schießt, okay.
Fuck zugesmoked. Fragt man sich nur, warum, ehrlich gesagt. Also, das schießt ja keine Infanteristen ab, da war ja kein Ziel für ihn, oder? Und Hilda war doch schon tot gewesen, der Stuart, oder? Das habe ich gleich übersehen. Vielleicht war es, weil er einen Stuart abknallen wollte und er war noch nicht tot. Vielleicht habe ich es nicht richtig gesehen, das ist durchaus möglich. Da brauchen wir mal einen Heal da oben. Blitz, Blitz. Pax wäre ein bisschen schnell geschoben in dem Spiel. Jetzt geht der Scout mit dem MG jetzt echt. Was war das denn für eine Aktion? Ach. Jetzt hat der Dritte sein MG wieder. Okay. Der Blob. Niemals zusammen kappen. Die kappen ja nicht schneller, wenn sie zu zweit sind. Aber ihr zeigt dem Gegner die Einheit. Und ihr riskiert, dass irgendwas da drauf geschossen wird. Sei es ein Luftschlag oder ein Nadeldrehschlag, ne? Oder irgendwas. Oder ein Mortarschuss. Oder solche Geschichten. Panzervier mit Schürzen. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass Schürzen wirklich einen großen Sinn machen. Also die Frage ist halt, wann. Also es ist ja Seitenpanzerung, ne? Ich muss das nochmal genau testen, aber ich sehe bisher nur, dass es Seitenpanzerung ist. Lebenspunkte werden nicht erhöht, Frontalpanzerung glaube ich auch nicht, ne? Wäre bei Schürzen ja auch sehr dämlich und von da ist die Frage, braucht man Schürzen? Naja, also nur wenn er von der Seite angeschossen wird und wenn man den halt richtig dreht, den Panzer, passiert das halt nicht. Die Seiten sollte man eh vermeiden, dass sie angeschossen wird. Also man kann tatsächlich mit Frontpanzerung arbeiten. Lässt sich nicht 100% vermeiden, aber oft genug. Hat jetzt auch einen Mortar? Ne, ist die Artillerie wieder, ne? Vom Italiener. Bei sowas übrigens direkt rückzuklicken. Es gibt keinen Grund, da zu warten, bis man abgeknallt wird und dann ist rückzuklickt. Das ist, weiß nicht genau, worauf er wartet. Den Retreat-Bug gibt es ja hier nicht. Den gab es nur bei CO1. Ah, der hat gewartet, damit er einen Luftschlag setzen kann oder so. Ja, aber das hat sich ja immer noch nicht gelohnt, ne? Er hatte Smoke! Genau. Also erst die gesamte Infanterie hier vernichten lassen, ja? Und dann hast du den Rauch abgeworfen. Are you kidding me? Oh, guck mal, Flugzeug. Also in der Reihenfolge, ne, macht man es natürlich andersrum. Man lässt sich nicht erst, da sind ja beide von 6 mal noch 2 runter. In der Reihenfolge tut ihr erst das MG smoken und dann geht er rein. Hat er es nicht gesehen? Nee, hat er vielleicht nicht gesehen. Warum hat er es nicht gesehen? Weil er keinen Scout und gar nichts hatte. Aber selbst dann kann man auch einen in den Dreck schmeißen. Und selbst dann würde ich es nicht machen. Weil er hat ja jetzt hier angegriffen, alles verloren. Und wofür, ne? Also kann den Treibstoff hier contesten, aber den kriegt der Gegner ja sofort zurück. Ja, den muss er übrigens reinforcen. Genau. Hast du nur einen Stuart gebaut? Nee, einen Grunt-Panzer. Der hat ja diese zwei Türme. Da ist der zweite. Der schießt tatsächlich in dem Spiel. Der scheint eine ganz gute Rums zu haben. Ich habe den Eindruck, dass der untere Turm gerade ist, glaube ich, dass der nichts tötet. Der obere eher so ein Stuart-Turm ist, also infanteriemäßig nichts tötet. Obwohl er gerade hier einen Infanteristen getötet hat, direkt. Also funktioniert anscheinend doch. Manchmal ist es aber auch so, wenn die in Deckung zusammengefercht sind und der Schuss dann da reingeht, dann geht der Schuss durch die Männer durch und tötet drei mit einem Treffer. Das machen viele Panzer so in dem Spiel. Das ist, glaube ich, sehr stark anders in Mechanik als im ersten Teil. Also Splash-Schaden hauptsächlich nur der Tiger gemacht, in der Königstiger. Da sehen wir die ganzen Blobs. Fragt sich, warum der Mortar da steht. Ja, und hat sich von den Granaten fucken lassen. Also das war offensichtlich ein Steuerungsproblem für den Briten, ne? Er hat ja den Mortar mit da reingesetzt an die Frontlinie, statt hinten zu haben. Und hat keinen Rückzug bei der Granate geklickt und auch nicht beiseite zum Ausweichen. Also offensichtlich ist der Brite mit der Steuerung da befordert gewesen. An der Stelle würde ich mal vorschlagen, wenn ihr das Problem habt, macht euch halt das Spiel so einfach wie möglich. Der Blob ist halt eine Möglichkeit, ne? Dann könnt ihr zumindest auf diesem Elo ein bisschen mithalten. Der andere ist halt, weniger Einheiten dazu zu spielen. Also wenn er wirklich Pack, Panzer, MG, Mortar und eben den Infanterieblob hat, dann ist das viel zu viel, um das gleichzeitig zu steuern. Ne? Auf jeden Fall viel zu viel. Der wird, glaube ich, gerade angeschossen, oder? Von irgendjemandem? Dachte, ich hätte was gesehen. Also die Tendenz bei manchen Spielern, das ist aber glaube ich eine Mentalitätssache, ist, dass sie einfach alles bauen, was gerade schön klingt. Ich hätte gern Mortar, ich hätte gern Panzer, ich hätte gern MG, ich hätte gern Infanteristen, ich hätte gern Spezialisten, ich hätte gern das noch dabei. Und wenn es dann im Kampf, zum Kampf kommt, dann sind halt, ne, oh, was klicke ich denn jetzt und was mache ich mit dem? Das ist wirklich besser, sich auf wenige Kategorien zu spezialisieren. Deswegen wahrscheinlich auch die Blobs so beliebt sind. Das ist schon eine gute Metastrategie für ne, wenn man da noch ein bisschen neuer in dem Spiel ist. Ich persönlich mag eigentlich auch nicht so viele gleichzeitige Einheiten. Was ich persönlich mache, das kann aber jeder halten, wie er möchte, ist, ich habe normalerweise so ein bisschen Fronttruppe, sage mal, ich will nicht den Blob sagen, weil ich nicht bloppe, ich tue den normal aufteilen, den Blob. Aber ich habe normalerweise so eine Fronttruppe, sagen wir mal sowas hier.
Und dann habe ich zum Beispiel sowas hier auf einem Shortkey, ne? Der, weiß ich nicht, 4, 5 oder sowas meinetwegen. Ne? Und bei Bedarf ziehe ich das dann nach vorne und dann ziehe ich dann nach hinten und konzentriere mich nur auf die Infanterie. Und dann habe ich vielleicht noch, einen anderen Shortkey für ein MG oder einen Mortar. Meist nicht für beides, weil MG und Mortar zu schwierig zu steuern ist für mich. Und das ziehe ich dann ebenfalls bei Bedarf nach vorne. Also ich steuere eigentlich nur die Infanterie und als andere ziehe ich nur bei Bedarf nach vorne. Und damit bin ich eigentlich bisher, fahre ich relativ gut. Ja, die Mathilda ist jetzt ein Problem, ne? Also er hat zum Beispiel hier auf der Deutsche, ne, hat hier ein Half-Jack, was jetzt gegen Mathilda duelliert. Das ist natürlich Blödsinn, sind wir uns einig, ne? Der müsste schon lange rausgefahren sein. Aber er hatte wohl auch einen Marder dazu, einen Infanteristen dazu, einen MG dazu, dann hier einen Heal-Truck, einen Flammenwerfer, der irgendwo dann noch einen Infanterie, einen Artilleriegeschütz. Ja, der hat halt auch das Steuerungsproblem. Und jetzt fährt er halt mit Marder einfach im Rücken raus, statt rückwärts rauszufahren, zurückzuschießen. Also der hätte auch stehen bleiben können, noch zwei Schüsse abgeben, ja? Oder halt hinter die Hecke rausfahren, hätte es vielleicht sogar geschafft. Also hier auch die Kontrolle der Einheiten zu gering. Also das ist wirklich eine wichtige Spielerskill, ne? Die Kontrolle über eure Armee, wie gut ihr die habt. Und wenn ihr die nicht habt, und was haben die beiden hier zum Beispiel relativ schwach ausgeprägt im Moment, dann sollte man sich überlegen, die Armee im Spielverlauf anders aufzubauen. Kann man ja daraus lernen, ne? Einfach im Replay angucken und sagen, okay, ich habe meine Armee jetzt verloren, und der Brite eben zum Beispiel, drei Infanterie-Pucks. Und dann kann er sich sagen, okay, dann muss ich offensichtlich weniger Einheitentypen spielen, damit ich die besser kontrollieren kann. Was hätte er eben zum Beispiel machen können, mit dem Mortar smoken und dann mit der Infanterie kappen. So, wir können aber auf der anderen Seite ein bisschen gucken, was die Jungs machen. Hier haben wir die Kommandos zum Rumflitzen, okay. Ist in der Mitte eine gute Ecke dafür, weil die halt, ne, Short-Range kämpfen. Gut. Den kümmert der Krieg nicht. Die bräuchten allerdings, weil die Short-Range sind, alles was halt Waffen für kurze Distanzen hat, auch Lebenspunkte. Ja, und die haben keine, der bräuchte mal schnell einen Heal. Das wäre nicht unwichtig, weil ihr müsst halt ranlaufen an den Gegner und dann sterbt ihr, wenn ihr ranlauft und kein Leben hattet. Und da funktioniert ihr nur, wenn ihr... Noch ein Marder, wenn ihr halt den heilt. Da steht eine Pack, okay. Die brauchen ganz viel Heal, ne? Im Teamspiel lohnt sich auch, ich weiß nicht, ob er seinen Truck schon verloren hat, der hat ja eben so einen Heal-Truck gehabt, ist wieder gestorben von der zweite beim Duck-Spieler anscheinend. Da lohnt es sich halt, diesen Heal-Truck zu sagen, hör mal, ich hab den und ich fahre den einfach nur darf rüber. Also Mitspieler sagt man, hör mal, ich hab jetzt hier, ne, das ist der Brite, klar, den will man jetzt nicht heilen, aber die Pack zum Beispiel könnt ihr einen Heal verbrauchen, die braucht das ja genauso. Und dann fährt der Heal-Truck kurz runter und hoch, ne? Deswegen man Schock hier auf dem Heal-Truck, dann kriegt man Ping vom Mitspieler, Pack steht an der Brücke, pinkt das, ne? Dann Taste 4 drücken, Rechtsklick, fährt hin, fertig, ja. Und dann Rechtsklick wieder zur Front bei Bedarf. Da fehlt die Reparatur. Kann man auch hier unten einfach schnell rausfischen, aber schnell ist immer relativ. Also gerade zum Beispiel MGs oder Heal Truck, wenn ihr da unten das rauswischen müsst, dann ist das Spiel vorbei. Den müsst ihr auf dem Shortkey meiner Meinung nach haben. Hier wieder angreifen. Das ist jetzt viel zu stark, was die Alliierten da oben haben. Also er hat ja eben auch wieder Marder verloren und er sieht, dass die Marder überhaupt nicht ihren Job machen, in keinster Weise. Also, ne, da ist Grant, da sind Mathildas und er hat jetzt die verbesserte Infanterie, aber das wird ihm da nicht helfen. Also er bräuchte einen Heal für seine Pack, vielleicht eine zweite Pack. Also die Marder werden halt niemals mit der Mathilda duellieren und mit dem Grant, das können die völlig vergessen. Das wird nicht passieren, das sind halt einfach nur, also die sind halt super angreifbar gegen sowas. Das ist zwar Anti-Tank, aber nur wenn ihr irgendeine Frontlinie habt. Ja, hat jetzt hier Gott sei Dank zwei Schüsse. Und tot. Man muss halt sagen, ne, das ist eine relativ gute Sicht, dass er gerade reingegangen ist. Und jetzt kommen die Mathildas. Gut, erklären wir das auch nochmal ganz kurz, was glaube ich selbst erklärt. Ne? Wenn ihr Tanks habt, die tanky sind, dann tut ihr die natürlich reinbringen, bevor die DPS-Tanks reinkommen. Ja? Das ist glaube ich wirklich absolute Basics. Also die Mathilda hätte natürlich zuerst reingehen müssen und dann kommt der Grant rein, weil der Schaden macht und der Schaden einsteckt. Ne? Also ihr schickt ja auch nicht bei World of Warcraft euren Bogenschützen los, ja, oder euren Assassin, damit er den Boss tankt. Jetzt kommen die dicken Brocken. Nur noch Mathildas. Ich finde die gar nicht so gut. Die macht halt relativ wenig Schaden und kann nur einstecken, habe ich das Gefühl. Ja, aber der Duck-Spieler müsste langsam mal überlegen, hier unten, und der Blau ist ja auch, vielleicht mal die Panzer aufzuholen. Ne? Also mal irgendwie hier
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich spiele das ja sehr selten, weil das ist einfach zu OP aus meiner Sicht. Und jeder, der das nicht glauben will, kann sich gerne die Replays dazu angucken. Aber hier, wenn ihr das freischaltet, könnt ihr, glaube ich, noch was tacken und dann könnt ihr hier vorne den Tiger holen. Und das wäre schon notwendig in Situationen, wo der Gegner Matilda spammt. Ich glaube, ich habe mal mit drei oder vier Matildas einen Tiger vernichtet. Das geht auch. Aber mit den Mardern wird der Preis-Leistung nicht gut abschneiden. Er wird halt ganz selten mal eine Matilda töten, aber sehr viele Marder verlieren. Und in der Regel blutet man da einfach mehr. Also, auf der einen Seite sind die Marder mobil auf dem Schlachtfeld. Ne? Das ist ein Vorteil von den Dingern hier. Auf der anderen Seite ist der Marder eher so ein Zwischending, was man benutzen sollte. Der will den finishen. Also, ich glaube nicht, dass der Marder die richtige Antwort hier ist. Also wenn das perfekt Mike rot, kann er den hinter dem Panzer 4 bringen, der alles tankt. Ja, dann kann das funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass das bei dem Spiel passieren wird. Hat er schön gesmoked, um da rauszukommen. Ja, ist er leider tot. Matilda fragt. Genau, hat sich jetzt hier runtergesetzt. Also wenn die das zusammen so steuern, ihre Panzerarmee, das könnte schon sehr stark sein. Er hat sich so oben die Front mehr oder weniger dann aufgegeben gegen den Briten. Und der Brite rückt langsam vor. Langsam sei das Keyword anscheinend. Ja, hat er keinen Heal-Truck mehr, oder? Mit 3 für den. Ist halt nur die ganze Zeit Infanteriekämpfe. 34 Kills. Er hat gerade seine Panzer nach unten gebracht. Also er hatte eben schon mit der Kontrolle seiner Armee Probleme. Ich weiß nicht genau, wo man die Panzer jetzt runterbringt und dann hier oben die Infanterie steuern will. Das wird niemals funktionieren. Also wenn er nicht auf dem Niveau ist von den Top-Spielern, dann wird das steuerungsmäßig sehr, sehr schwierig. Ja, er fährt durch die Stadt und gefuckt von der Mine. Ganz kurz, warum fährst du mit den Panzern durch die gegnerische Stadt? Ja, also hast du schon mal irgendeinen Kriegsfilm in deinem Leben gesehen? Also das war der helle Wahnsinn, ja. Und wurde dann gewonnen schon von der Mine auch noch. Aber selbst dann wäre es ein Wahnsinn gewesen, durch die Stadt einfach gerade zu fahren, die dem Gegner kontrolliert. Also der hätte ja also der hätte mal locker eine Pack erwarten können, auch in der Mitte oder irgendwie einen Trupp mit einer, keine Ahnung, irgendwie, ne, Panzerbüchse oder so. Also da gerade durch die Stadt fahren, ich weiß es nicht. Aber die zweite Mine, Panzerabwehrmine. Er ist zumindest jetzt hinter ihnen. Ist die Frage, ob das was bringt, weil da irgendwo auch eine Büchse eben war, glaube ich. Das ist die Pack. Da muss man mal einen Rechtsklick machen, bis der, ich weiß nicht, der Smoke schwört natürlich, aber man kann einfach einen Schritt nach vorne. Ja, er ist der zweite Marder gestorben. Also beide Marder sind halt ohne Effekt gestorben, weil zum Teil eben auch das Mikro fehlte und weil sie wieder was zum Tanken brauchen. Also hinter den Panzern 4 wären die ganz gut aufgehoben gewesen. Hat er einen Heal-Truck? Glaube ich, der dritte schon, oder? Also wenn ihr drei Heal-Trucks bauen müsst, dann heißt es wahrscheinlich, dass ihr die nicht auf dem Shortkey habt und dass ihr den ein bisschen zu aggressiv einsetzt. Also jetzt zum Beispiel hat er gerade die ganze Armee verloren. Jetzt müsstet ihr schon lange wegfahren von der Front. Mit dem Rückwärtsgang reicht übrigens. Das ist ausreichend, definitiv. Da muss man nicht immer drehen. Also die Panzermine war richtig gut. Da steht jetzt die Pack, von der ich eben gesprochen habe. Aber nochmal fährt da sicher keiner einfach durch die feindliche Stadt. Das ist ja Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Ja, sie hat jetzt keine Einheiten mehr gleich, ne? Hat jetzt hier eigentlich im Grunde genommen, also das, was er die ganze Zeit investiert, ist halt in Marder, die kaputt gehen. Und er hatte eben drei Vesalieris, hat nur noch zwei davon über. Leider hat er irgendwie drei Trucks gebaut, dann auch die leichten Halfjacks hat er jetzt, glaube ich, auch schon zwei oder drei gebaut. Das ist einfach der helle Wahnsinn, ne? Wo fährst du jetzt ohne Leben hin? Wer fährt jetzt ohne Leben an die Front? Ist das jetzt dein Ernst? Was glaubst du, was passiert? Okay, also ein ganz, ganz hartes Kontrollproblem hat der Spieler leider. Das Beste, was ihr da machen könnt für so eine Late-Game-Situation, ist dann wirklich einfach auf den Tiger, wie gesagt, zu gehen, weil das halt mehr Ressourcen in weniger Einheiten investiert und damit auch einfacher zu kontrollieren. Ja, ich sag doch, ohne Lebenspunkte kann man nicht ranlaufen. Es geht nicht. Lebenspunkte sind gut in dem Spiel. Lebenspunkte sind euer Freund. Was ist das hier? Fällt ihm jetzt in die Base, okay. Das Witzige an der Geschichte ist, wenn ihr mit kleinen Panzern in die Base packt, könnt ihr die schneller kaputt machen, als ihr mit dicken Panzern macht. Also ich bin letztens da mit diesen OP-italienischen Panzern halt reingefahren, die Base, und sie einfach ausgelöscht vom Gegner vollständig. Rein, sofort auslöschen, wieder rausfahren. Weil ob sie das jetzt lohnt, ist immer ein bisschen fraglich, ne? Wenn ihr Pech habt, kommt halt jetzt eine Reaktion, die ihr nicht mehr ausweichen kann, weil die so langsam zurückfahren. Er mag ja ein Gebäude kriegen, ist die Frage, ob der Gegner es wie gesagt noch braucht. Und die Reaktion kann ihn vielleicht einen Panzer kosten. Obwohl der eine Grant ein bisschen wenig sein könnte. Vielleicht kriegt er den einen noch, aber ne, die zwei Panzer, das ist ein bisschen gefährlich. Bam, ne? Sieht man die beiden Schüsse.
Hat jetzt allerdings aufgehört, auf den zu schießen. Also, den hätte er schon finishen können, weil er weiß ja, wenn er jetzt rausfährt, dass er trotzdem stirbt, weil der Panzer ihm hinterherfährt, ne? So schafft er halt keinen zu töten. Allerdings sind die Pack schon da. Okay, er schafft es tatsächlich noch, weil da auch noch eine Pack stand. Das ist übrigens die Pack vom Afrika-Korps-Spieler, oder? Genau, Pack 38, das haben die bei den Briten eher seltener. Das ist die geklaute Pack, erinnert euch, wo ich sagte, die steht da nicht so gut. Da hat sich jetzt der untere, der Wehrmachtler bestimmt drüber gefreut, seinen Wett 3 Panzer 4 dran zu verlieren. Da war er sicher sehr glücklich drüber. Okay. Da kommt ein Flugzeug. Also nie, wobei das Flugzeug ist irgendwas anderes. Das ist, um hier oben zu strafen wahrscheinlich. Kinders, der weicht doch keiner Fähigkeit aus. Okay. Die haben jetzt das Problem, dass die keine Panzer mehr bauen können, im Grunde genommen, ne? Die Deutschen. Weil die halt 3 Packs haben und mehrere Panzer jetzt, die Briten. Bisschen angeschlagen, das Ding, ne? Hupala, falsche Taste. Nein! Okay, die da, wollte ich wieder zurück. Also eigentlich sollten die Alliierten das hier sicher in der Tasche haben. Also ein neuer Besalieri zum Beispiel, der lohnt sich im Late Game seltener als, also stattdessen kann man ja auch einen Tiger holen. Also von daher ist das nicht der beste Call. Also er hat ja 700 Treibstoff, 700. Der kann wirklich alles holen. Der könnte auch die Panzer 3 holen, ne? Weil die größer die Map, desto mobiler und so weiter. Würde ich jetzt nicht empfehlen, aber was wäre zum Beispiel gut, also was könnte man jetzt noch holen an seiner Stelle? Ja, also hier unten von der Kategorie Anti-Infanterie geht eigentlich immer, würde ich sagen. Berge-Ding, weil es genug zum Bergen gibt, obwohl die Panzer 4 jetzt in der gegnerischen Base liegen. Das war jetzt, ne, nicht ganz so optimal von denen im Teamspiel. Ja, also es ist ein bisschen schwierig bei ihm die Lage im Moment. Da ist eigentlich nichts bei, weil ich sage, er muss das unbedingt haben. Also ich würde sagen, ohne das T4 kommt er nicht weiter. Also Tigerpanzer wäre sicherlich eine Antwort. Panzer 3 wäre noch okay, obwohl ich Tiger besser fände. Artillerie-Optionen nehmen. Ne? Flugzeug zu Fuß können die ja bauen. Der Mann könnte auch Nebel holen, wenn er wollte. Was ist das hier vorne? Was zum Teufel? Okay, jetzt guckt er sich die eigenen Einheiten der Duck-Spieler. Also war ja klar, das war ja irgendwie Selbstmord für die Armee, ne? Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Der Wehrmachtspieler war das. Vielleicht ist er getiltet oder so. Die ist auch auf Kadi-Einheit. Der hat ja nichts mehr, der Wehrmachtler, ne? Ehe man so die beiden Panzer 4 verloren hat, hat er vielleicht den Willen zum Spielen verloren. Also er hat ja eigentlich nur noch die eine halbleere Pack da oben und den Stoßtrupp, der AFK ist. Und die anderen beiden Einheiten hat er ja gerade geopfert. Bewegt sich aber noch. Also sieht so aus, ob die Alliierten das hart gewonnen hätten an der Stelle. Muss ich halt einfach sagen, ne? Die beiden Marder, die in der Mitte eben selbst noch begangen haben mit ihrer Fahrt. Und dann die Panzer 4, die da oben selbst noch begangen haben. Das waren einfach 4 Fahrzeuge, die sie nicht hätten verlieren dürfen. Jetzt hier muss man eigentlich schon sich früher zurückziehen, genau. Der hat gleich Wert 2, obwohl er eigentlich so gut wie keine Kills hat. Aber ist der Panzer 4 auf seiner Liste. Er hat halt wirklich nochmal 2 Besalieris nachgekauft, deswegen haben die auch Wert 0. Statt eben seine 800 Treibstoff in irgendwas umzuwandeln. Ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass die nach fast 40 Minuten Gameplay auch müde wären von der Klickrate und so und gesagt hat, ja, dann kaufe ich einen Infanteristen, dann brauche ich nicht denken wegen dem Tech und dann habe ich einen Blob, den ich mit einem Klick steuern kann. Ne? Also es ist durchaus so, dass solche Spiele sehr anspruchsvoll sind, finde ich persönlich, körperlich. Und wenn ihr dann eben in der Game, ne, einfach die einfache Lösung wollt, ist das einfach Klick und Trupp holen von Off-Maps. Aber die bessere Option wäre definitiv der T4. Und man sieht ja, wie die Panzer hier alle wettsammeln. Ne? Das ist einfach super kosteneffizient gegen diesen Infanterieblob. Bei jedem Kampf verlieren die keine Manpower und eher gigantisch viel. Und Manpower ist ja die einzige Ressource, die ihm fehlt. Den Rest stapelt er ja. Die Packs erstmal spazieren gefahren. Es fehlt halt hier wieder der Feuersupport. Ne? Hier wäre mal ganz gut, wenn man dann einen Trupp hätte, der noch so eine Sticky draufwirft oder was Vergleichbares. Ne? Die heißen ja nicht Sticks, mit denen so Hohlladung oder sowas. Wenn es mit der Mine supported wird. Das ist das Infanteriegeschütz. Das ist, glaube ich, das, was er ganz am Anfang geholt hat. Es hat schon 5 Kills, ist aber schon eine Stunde auf dem Feld, gefühlt. Kommt da raus.
Map Control ist jetzt weg, was eigentlich nur für den Victory Points interessant ist, weil die benutzen die Ressourcen ja offensichtlich nicht. Der hat ja weit über 1000 Ressourcen auf der Hand, ne? Also die brauchen keine Sektoren. PopCap verliert er ja auch nicht über CO1 durch Sektoren, wenn er die verliert. Das heißt, alles, was sie brauchen, sind Siegpunkte. Die können sich also auf Kämpfe und Siegpunkte konzentrieren. Also wenn man bei 800 Treibstoff wirklich einen Marder holen kann, statt einen Tiger oder sowas, ist mir ein absolutes Rätsel. Naja, weiter geht's. Will jetzt einen Siegpunkt holen, hat auch nicht so viele Optionen eventuell. Oh oh. Das könnte jetzt wehtun, je nachdem, was er da hingelegt hat. Ja, und ist wieder ab nach Hause. Ich denke mal, das wird jetzt gleich entschieden sein von den Alliierten, das Spiel. Jetzt kriegt der Marder vielleicht sogar den Kill noch hin. Er hätte halt smoken können, ne, mit Y. Das kommt natürlich, wenn er es jetzt macht, wahrscheinlich zu spät. Also er hatte die ganze Zeit nicht gesmoked, ne? Hat er jetzt da eben Y geklickt. Okay, der kommt trotzdem raus. Also, keine Ahnung, warum ich hinterherfährt und jetzt dieses einfach kaputt macht. Wäre er gestorben in den Dingern? Wahrscheinlich. Hätte er ihn vorher getötet? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also, ich hätte schon Marder gegen eine Matilda getauscht. Auf jeden Fall hätte ich das getauscht. Ja, zu 100%. Sagen wir so, es hätte normal eh nicht klappen dürfen, weil hätte der frühzeitig gesmoked, hätte es nicht geklappt, hat er aber nicht gemacht. Und da hätte es geklappt. Ja, der Smoke hätte ihn auch mal den Pax beschützt. Also, dem Marder. Und da war das auf jeden Fall ein Matilda-Kill angesagter Wotze. Wo hast du diesen Centaur geholt? Egal, ist jetzt eh vorbei. Könnte man, glaube ich, schon sagen, dass das Spiel hart entschieden wurde. Durch, durch die Makroentscheidungen. Da war, glaube ich, viel, viel eigenartig. Insbesondere eben vom Duck-Spieler, wie gesagt. Ne? Der hat ja im Grunde genommen gar nichts gemacht mit seinen Ressourcen. Also, er gab 300 Mun, 800 Fuel, 800. Da war, glaube ich, eine Menge über. Die Diagramme gucke ich eigentlich viel zu selten rein, aber man sieht ja auch, wie eine Schere auseinanderklafft, also Armeewert. Die Armee von dem deutschen Afrika-Korps-Spieler, der ist das, glaube ich, gewesen, ne? Hier. Nee. Die Farben sind ein bisschen komisch. Der blaue war der Afrika-Korps-Spieler, laut dem. War das hier im Spiel nicht genau andersrum von den Farben? Okay. Also, laut dem ist auf jeden Fall der Afrika-Korps-Spieler hat immer eine ganz große Armee gehabt. Und hier unten, ja, am Schluss, hat er die Panzer 4 und alles verloren. Die Armee des Wehrmachters war immer winzig gewesen im Vergleich, ne? Was bedeutet, dass er die Ressourcen nicht benutzt hat. Und die waren immer gleich groß gewesen in der Mitte. Also so ein Spiel habe ich noch nie gesehen. Also im Schnitt waren die dann gleich stark ungefähr. Also so eine Schere habe ich noch nie gesehen. Naja, sonst sieht man da, glaube ich, nicht viel. Ungenutzte Ressourcen. Ja, die wurden gestapelt. Also die Alliierten haben ihre wohl mehr benutzt und dadurch wahrscheinlich auch das Spiel gewonnen. Ne? Der Treibstoff ging in die ganzen Matildas zum Beispiel. Und die haben ihre Ressourcen eigentlich gar nicht benutzt auf der deutschen Seite. Und es ist wirklich so, wenn er gerade die Munden nicht benutzt, aber auch den Treibstoff, dann verliert er die Spiele. Ne? Und die haben es ja im Late Game mehr und mehr verloren. Und das ist, glaube ich, dieser Graph zeigt sehr deutlich, warum. Ja? Nicht sicher, was er am Schluss hier gemacht hat mit den Ressourcen. Aber da hat er mal was ausgegeben. Ist die Frage, ob da auch Manpower bei ist bei diesen Ressourcen oder nur Treibstoff und Munition. Gehaltene Punkte. Das sind ja die Sektoren wahrscheinlich, ne? Da gab es mal ein dickes Loch im Midgame. Okay. Naja, das war's auf jeden Fall. Danke fürs Replay und ich bin weg für heute. Ciao, ciao.